Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und so wie ihr im Titel gesehen habt, waren wir gerade bei Ikea. Und heute kommt der Haul dazu. Ich fahre morgen nochmal zu Ikea, da wir heute relativ spät zu Ikea gefahren sind. Und nicht so viel Zeit dann bei Ikea, weil die machen ja auch um 8 schon zu. Und deswegen fahre ich morgen nochmal allein zu Ikea. Heute war ich mit meinen Eltern. Und dann wird nochmal richtig schön in der Bibi-Welt geshoppt. Und heute zeige ich euch auf jeden Fall, was wir gerade mitgenommen haben. Und ein paar Sachen habe ich noch für das neue Baby gekauft, also an Kleidung. Und die zeige ich euch auch. Viel Spaß! Ja, für das neue Baby gab es einen neuen Schlafsack. Und zwar ist der von Alfie. Der ist richtig, richtig toll. Die sind sehr gut gefüttert. Und Alfie ist eine sehr, sehr gute Marke, finde ich. Und der hat mir 7 Euro gekostet. Hier seht ihr das Alfie-Zeichen. Also auch noch ein super Schnäppchen. Der ist sehr groß, finde ich. Es ist 50, 56, sehr groß. Mel versinkt da drin, aber ich finde, der war einfach so süß und so günstig und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Dann gab es 3 Teile von H&M und einmal diese Hose. Die ist voll schön, die habe ich schon ganz oft bei dem Bausatz, den ich mir bald kaufe, also den ich mir gekauft habe, gesehen. Und das sieht bei dem Baby so süß aus, deswegen musste ich die Hose einfach kaufen. Die ist von H&M in Größe 50. Dann gab es noch eine Jeans mit einem richtig coolen Bündchen, auch in Größe 50 von H&M. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, dem Baby steht die so gut, weil die ist sehr mini, aber ich glaube, das Baby ist noch mini. Noch minier, noch kleiner als diese Hose hier. Ja, und dann gab es noch ein Body von H&M, ein Wickelbody in 56. Die finde ich so toll, die Bodies. Ich habe schon ganz, ganz viele und ich finde den Stoff einfach toll. Die Qualität ist super und ich weiß nicht, so einfache Muster, so grün-weiß gestreift, finde ich einfach super schön. Ja, und dann kommen wir zu den Sachen von Ikea. Ich nehme in diesen Haul die Sachen von meinen Geschwistern mit. Ich zeige euch aber jetzt zuerst meine Sachen. Ja, zuerst kam ein neues Kallax-Regal mit für mich. Das ist ja dieses typische Regal von Ikea. Die hießen ja damals Expedit. Und ja, ich habe ein 1x4 in Weiß mitgenommen. Und die Männer hier unten werkeln schon fleißig dran. Also falls es ein bisschen lauter ist, der war mein Bruder. Ist es wegen diesem Kallax-Regal. Das kostet zurzeit 40 Euro bei Ikea und ich brauche das für meinen Fernseher. Es kommt hier hinter mir gestellt und da kommt mein Fernseher rauf und deswegen haben wir einen Kallax gekauft. Für das Kallax gibt es diese Dröhnerboxen hier. So, genau. Und da habe ich 2 in Schwarz mitgenommen. Also so sehen die aus. Ich zeige sie euch gleich bei meinem Bruder nochmal im Aufgebaut und Zustand. Der hat nämlich auch einen Expedit. Und so sehen die auch aus hier. Diese Boxen sind das. Die sind von Dröhner und eine kostet zurzeit bei Ikea 5 Euro. Und die möchte ich halt in das Regal stellen, um da meine ganzen Krimskrams-Sachen und so reinzutun. Und deswegen 2 Dröhner-Boxen von Ikea. Dann habe ich fürs Babyzimmer 2-mal diese richtig günstigen Bilderrahmen gekauft. Und zwar sollte das gar nichts Großes sein, diese Bilderrahmen. Sondern die sollen dann dafür da sein, um, hier kommt ein Bild von Mel und eins von dem neuen Baby rein und dann ab an die Wand und fertig. Also ich wollte einfach ein süßes Bild von beiden an die Wand hängen und die haben pro Stück 80 Cent gekostet, genau, und einfach in Schwarz, ganz schlicht, weil das Babyzimmer ist ja grau, ganz schlicht und einfach 2 Bilderrahmen. Dann ist das vorletzte Teil endlich ein Vorhang für das Babyzimmer. Und so sieht es so aus. Es sind 2 Vorhänge. Und die sind so ganz einfach in so einem ganz, so ein Fliegengitterstoff. Seht ihr das? Aber genau die wollte ich auch haben. Weil die einfach, ja, ich wollte so durchsichtige Sachen haben. Einfach so, damit auf jeden Fall was da ist. Und ja, die sind diese Lil hier, seht ihr das? Von Ikea. Die haben 4 Euro gekostet, also pro Gardine 2 Euro, finde ich sehr gut. Und die sind halt für das Babyzimmer. Und das letzte Teil ist mein absolutes Lieblingsteil. Und zwar dieser coole Eisbär-Flauschi-Teppich-Kuschelbär-irgendwas. Und zwar hat der 10 Euro gekostet zurzeit bei Ikea. Und den wollte ich haben für die Fotos, wenn ich Fotos mache mit den Babys. Oder einfach so im Kinderzimmer liegen habe und ja. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich habe das schon bei ganz vielen Instagramern gesehen, dass die ihre Babys auf so welchen Teppichen fotografieren. Und ich finde das sehr süß. Deswegen kam so ein Teppich mit. So, und jetzt kommen die Sachen für meinen Bruder. Ja, der hat zuerst einen grünen Teppich bekommen.
Denn er hat ein Fußballzimmer, also alles so einfach im grünen Look. Und das soll so der Rasen darstellen. Es ist einfach so ein kleiner Teppich. Der ist 80 cm mal 80 cm. Und ist das hier Hampen, so heißt das, bei Ikea. Und der hat gekostet 6,99 €, also 7 Euro. Einfach so ein kleines Viereck als Teppich. Dann gab es auch für ihn eine Dönerbox. Und zwar so sehen die ausgepackt und aufgebaut aus. Hier unten ist so ein Reißverschluss, da kann man die zusammen machen. Und die passen halt perfekt in diese Boxen rein. Es ist sehr cool. Und ja, hier ist so ein Haltegriff, da kann man die so rausziehen nachher. Und ich finde die richtig schön. Das sind halt diese Dönerboxen. Und die kosten ja wie gesagt 5 Euro und die gab es auch für ihn einmal. Und dann gab es sie nochmal in Türkis, also die andere war ja grün und für meinen Bruder gab es sie nochmal in Türkis. Er wollte diese beiden Farben, ich hätte zwar in grün gekauft, aber er wollte diese in Türkis nochmal haben. Finde ich persönlich richtig schick und ja, also echt richtig gut und eine weitere Dönerbox für meinen Bruder. Und jetzt kommen die Sachen von meiner Schwester und dann sind wir auch schon fertig. Für meine Schwester gab es einfach schlicht und einfach zwei graue Teppiche. Und zwar sind das die gleichen, die mein Bruder bekommen hat. Nämlich diese Hampen. So sieht es aus. 80 mal 80 auch. Und das ist in so einem richtig schönen flauschig grau. Davon hat sie zwei Stück mitgenommen für ihr Zimmer. Die sehen halt einfach so aus. Einfach zwei flauschig Teppiche. Weil sie hat ein braunes Zimmer. Und deswegen hat sie zwei graue Teppiche. Ja, mein Lieber, das war's auch schon. Das war der Haul. Wie gesagt, fahre ich morgen nochmal zu Ikea. Da wird wahrscheinlich noch ein zweiter Haul kommen. Morgen fahre ich mit meiner Schwester nämlich ein bisschen shoppen. Auch bei H&M, etc. Und da wird auf jeden Fall noch ein zweiter Haul dann kommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt Kommentare in die Kommentare. Und ein Like nicht vergessen. Im Anschluss des Videos bekommt ihr zwei vorgeschlagene Videos von mir. Könnt ihr euch gerne anschauen. Hier unten könnt ihr mich abonnieren und bis zum nächsten Mal.